Bettina, Suchtberaterin der Suchtfachstelle der Caritas hier in Bregenz. Aktuell läuft die Dialogwoche Alkohol in ganz Österreich. Ab wann müsste man sich denn als Betroffener Gedanken machen, dass man vielleicht zu viel Alkohol konsumiert? Wenn man permanent den Zwang hat und den Drang hat, Alkohol zum Trinken, wenn man bezüglich Beginn, Menge und Ende vom Konsum die Kontrolle verliert, wenn man von anderen Leuten, die darauf angesprochen wird, manchmal auf den eigenen Alkoholkonsum, wenn man merkt, man verdreht permanent mehr, das sind so typische Indikatoren, dass vielleicht doch ein problematischer Konsum vorliegt. Gibt es Mengen, von denen man sagen könnte, ab jetzt wird es kritisch, was Alkoholkonsum, vor allem täglich Alkoholkonsum angeht? Es gibt da verschiedene Zahlen und Statistiken. Man redet von einem risikoarmen Konsum bei Männern von 24 Gramm Reinalkohol am Tag und bei Frauen von 16 Gramm Reinalkohol am Tag, wobei man davon ausgehen kann, dass ein großes Bier in etwa 20 Gramm Reinalkohol hat und drei einfache Schnäpsle, also sprich das während den 6 Cl, auch 20 Gramm Reinalkohol haben. Die 24 Gramm bei Männern und 16 Gramm bei Frauen, das ist die Harmlosigkeitsgrenze. Die Gefährdungsgrenze, die liegt bei 60 Gramm bei Männern und 40 Gramm bei Frauen. Und zusätzlich sollte man mindestens 2 abstinente Tage in der Woche einbauen. Ihr von der Suchtfachstelle bietet ja auch Beratung und Unterstützung an, eben auch für Menschen mit Alkoholproblemen. Nun gibt es da auch das Programm Kontrolliertes Trinken, das in dieser Woche auch vorgestellt wird. Was muss man sich darunter vorstellen und was geht es hier genau? Kontrolliertes Trinken, das ist ein strukturiertes Trainingsprogramm, bei dem Betroffene einfach verhaltenstherapeutisch lernen, den Alkoholkonsum zu reduzieren. Es vermittelt Informationen zum Thema Alkohol, Auswirkungen von Alkohol. Es werden Risikosituationen analysiert. Was für gesundheitliche Auswirkungen hat es? Was macht der Alkohol mit mir? Und vor allem, was wesentlich ist, man lernt dann, wo kann ich einschränken und wie kann ich einschränken? Also wo kann ich einfach den Konsum reduzieren, was gibt es da für Hilfsmittel dazu, was ist für mich das Richtige. Und ganz wesentlich beim kontrollierten Trinken ist, dass es ein zieloffenes Programm ist. Also es gibt nicht der Berater vor, was die geplante Menge ist, sondern der Betroffene selber entscheidet, je nachdem, was er vorher konsumiert hat, auf welche Menge das er reduzieren möchte und wo er hinkommen möchte, was ein kurzfristiges, aber auch ein längerfristiges Ziel ist. Was wären denn nun solche, ich sage jetzt mal Tricks, um den Alkoholkonsum nun bewusst herunterzuschrauben? Was kann man hier raten? Was macht hier Sinn? Nach jedem alkoholischen Getränk ein antialkoholisches Getränk dazu oder zu jedem alkoholischen Getränk ein Glas Wasser dazu trinken. Nicht auf nüchternen Magen trinken. Nicht aus Frust oder Ärger trinken. Auch eventuell nicht alleine trinken, wenn dann in Gesellschaft oder aus einem freudigen Anlass außer. Ja, und eventuell Getränke auch verdünnen, also sprich anstatt Bier Radler trinken, anstatt Wein ein gespritzter trinken und solche ganz einfache Sachen. Das kann aber für jeden Mensch individuell sein. Es kann nur sein, wenn jemand schon zu Mittag anfängt zu trinken, dass er einfach seinen Trinkzeitpunkt auf einen späteren Zeitpunkt verlegt, dass er zum Beispiel erst am Abend anfängt, was zu trinken und so durch auch die Menge reduziert. Also es gibt wirklich alle möglichen Varianten, die man anschauen kann, was für denjenigen einfach in den Lebensalltag reinpassend. Was bedeutet es nun, wenn ich mich dazu entschließe, eure Beratung in Anspruch zu nehmen? Auf was muss ich mich einstellen, beziehungsweise was erwartet mich? Beim kontrollierten Trinken startet das Ganze mit einem Vorgespräch. Man macht eine ausführliche Diagnostik, wie das Trinkverhalten und Suchtverhalten ausschaut. Und danach das Trainingsprogramm selber sind in der Regel 10 Module, die angeschaut werden, wo einfach verschiedene Inhalte sind und wo sich halt immer um das Thema Alkohol und auch Trinktagebuch führen, weil es ganz wichtig ist, wenn man Konsumreduktion macht, dass man das auch dokumentiert für sich selber, weil sonst hat man die Wahrnehmung nie so konzentriert auf den Punkt, wo man sie haben sollte.
Aktuell ist es so, dass wir übers Land finanziert sind und für den Betroffenen keine Kosten anfallen. Das Einzige, was man zahlen muss, sind die Unterlagen, die sich auf 40 € berufen, und das war's.